Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Susu, das ist dein Nickname, so hast du das ausgewählt. Also, liebe Susu, ich grüße dich. Das ist dein Video und du möchtest wissen, ob sie ihn noch liebt. Und das klären wir bei dieser Legung. Diese Karte zeigt seine Gegenwart und diese Dame symbolisiert seine Partnerin. Wie empfindet sie diese ganze Situation? Das ist die Selbstdarstellung. Das heißt, sie steht im Mittelpunkt. Oder dass sie sehr bestimmend ist oder egoistisch. Und wie nimmt er das alles wahr? Das zeigt hier dieses Bild. Und das ist Schmerz oder Streitigkeiten. Also es ist alles andere als Harmonie zwischen den beiden. Was die beiden auch verbindet, das zeigt diese Karte in die Mitte. Diesem Weg, diesem Lebensweg ist steinig und das sind die Schwierigkeiten. Das kann sein, dass sie ihn festhalten möchte, weil sie schaut an ihre Vorteile, aber glücklich ist sie nicht, er auch nicht. Was hat sie vor? Das zeigen hier diese Bilder. Eine Einladung oder ein schönes Aussehen oder sie will etwas verschönern und Mond zeigt die Empfängnis. Wo ich die beiden Karten gesehen habe, kam bei mir sofort die Gedanke, Schwangerschaft. Und das, was ich denke, sie spürt, dass er gehen möchte. Sie liebt ihn nicht, aber sie will ihn behalten. Und das ist die übliche Methode, nicht bei jeder einzelnen Dame, aber das kommt immer wieder mal vor als Idee Schwangerschaft. Aber mit diesem ganzen Gedanken fühlt sie sich trotzdem gefangen. Entweder klappt das nicht oder er spürt das auch und kommt eine Ablehnung, also keine Berührung. Was wird er tun? Das zeigen hier diese Bilder. Er spricht mit ihr. Und diese Schlange symbolisiert eine Frau. Und bei dieser Konstellation bedeutet, das bist du. Und er fühlt sich mit dir verbunden. Nicht nur das, sondern er sagt das auch, erklärt das. Und damit setzt er sie Grenzen. Und das, was sie vorhat, nämlich Schwangerschaft, das klappt nicht. Ich befrage jetzt mein Pendel. Liebt sie ihn? Ja, nein oder vielleicht? Wenn die Pendel nach rechts ausschlägt, bedeutet ja, sie liebt ihn. Wenn die Pendel nach links ausschlägt, bedeutet nein, sie liebt ihn nicht. Wenn die Pendel stehen bleibt, bedeutet ein bisschen. Liebt sie ihn? Die Antwort ist nein. Sie liebt ihn nicht. Liebe Susu, so könnte ich deine Situation beschreiben. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.